Bei mir tut es noch ein bisschen weh, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe immer die ganze Zeit geglaubt, Mensch, das Freiburger Modell ist einfach durchzuziehen, das würde zu Köln passen. Jetzt ist es vollzogen. Ja, ich glaube, es tut in Köln wirklich ganz vielen Leuten weh. Das ist ganz, ja, das ist ganz ehrlich gemeint. Also ja, der wird fehlen, Peter Stöger wird fehlen. Er hatte eine faszinierende Art, Leute mitzunehmen, auch mit seinem gesamten Trainerteam, mit Manni Schmid. Alex Bade bleibt offensichtlich ja da als Torwarttrainer. Ja. Die haben den Ton getroffen in der Mannschaft. Das war unglaublich lange eine Einheit. In diesem Jahr ist sicherlich einiges ein bisschen auch aus dem Ruder gelaufen. Mein Eindruck ist, es scheint dir irgendwas kaputt zu sein. Ja, aber auch mit Peter Stöger sehr sauber über die Bühne gegangen ist. Das ist ja auch wichtig. Also wenn sie sich am Freitag darauf geeinigt haben und es bis heute definitiv nichts rausgekommen ist, ist das doch in Ordnung. Und im Endeffekt, wenn es gut geht, war alles richtig. Wenn es schief geht, hätte man es geschafft. Also das ist schwierig. Den Leuten ist es doch brutal schwer gefallen. Das kann ich doch total nachvollziehen. Das ist so eine schwierige Entscheidung. Ja, und keiner in Köln weiß, jetzt funktioniert so, hätten wir so machen sollen. Insbesondere, wenn natürlich der Peter Stöger auch noch so eine Identifikationsfigur in Köln ist, also total sympathisch ist. Auch gestern, muss ich sagen, total super Typ. Das ist schwierig. Die Frage ist, was man damit bezwecken möchte. Ja. Wenn, wie Spieler sagt, eine Resthoffnung da ist, den Klassenerhalt zu schaffen und einen Input von außen braucht, um möglicherweise was Neues auf die Beine zu stellen, dann stellt der Fachmann sich natürlich die Frage, Christian, warum nehme ich dann einen U17 oder U18 oder U19 Trainer, weiß ich jetzt nicht, möchte ich auch nicht despektieren. U19 Trainer. Ja. Als Übergang, warum Übergang? Ja, entweder habe ich eine Entscheidung, denn es wurde schon lange darüber gesprochen, ein Ziel, im Falle, dass wir drinbleiben, wir glauben, dass wir mit einem neuen Mann drinbleiben, vielleicht haben wir die kleine Chance doch, frage ich mich natürlich nach dem Erfolg auf Schalke, einen Punkt zu holen, hat man vielleicht gegen Freiburg noch die allerletzte Chance, auf eine gewisse Art von Punkten zu kommen, um dann zumindest 16. zu werden. An andere Tabellenplätze sollte man normal rechterisch nicht mehr denken. Das ist eigenartig für mich, dass man diese Entscheidung trifft. Die hätte man auch mit Peter Stöger treffen können und dahingehend sagen können, wir versuchen es, wir ziehen es durch und wenn das dann nicht gehen sollte, dann muss man sich am Ende der Saison trennen. Jetzt hat man nichts Großartiges verändert, sondern hat nur eine Galionsfigur ausgetauscht mit einer Person, die eigentlich für die Situation jetzt gar nichts für kann. Von außen kommt dann nichts Neues. Ein neuer Antrieb, eine neue Initialzündung kann man nicht erwarten. Peter, man müsste natürlich jetzt Peter Stöger hören. Kann ja sein, dass das auch von ihm mit ausgegangen ist, dass er gesagt hat, komm, macht jetzt einen Schnitt und dann... Nein, er hat zumindest ja gesagt, ich möchte eine klare Entscheidung. Genau. Das ist richtig. Damit ist das ja mal so ein bisschen ins Laufen gekommen, oder sehe ich das falsch? Nee, das hat er gesagt, ja.